Is it me, or has our secret lair changed quite a bit? Look, humans! They must have used the ink gate too. Now they're trapped here like us. Good. I'm hungry. Hungry. Boom. Erstmal hier die Bombe gezündet. Boom. Dann brennen wir das ganze Gesocks erstmal weg. Oh, die sind aber hart hier, ey. Die sind schon etwas nobler unterwegs hier, aber gegen. Your servant begs your pardon for bringing bad news, but there could be problems. You don't say. This place has a powerful device, a marvel of weird science. It binds this patch of the ink into a loop that won't let anyone escape. You seem to be able to come and go as you please. I have a particularly strong connection to the ink. The one thing my captors weren't able to take away. Then get us out. Take us with you. That's beyond this one's powers. But a temporary portal could take you close to the device. Once you defeat its guardians, we can disable it. Why should I trust you? Trust is overrated. You can take that on trust. The portal will remain active until you leave this area. I don't trust that humble creature. I bet we could find a way out of this room on our own. Aber jetzt sind es jetzt so die berühmten Möglichkeiten? Ich weiß es nicht. Aber alles klar. Die Tinte. Wir müssen durch die Tinte. Ja, aber hier gibt es ja nicht viel, was man machen kann, oder? Oder? Ah, was? Geil. Ajo, jetzt geht's aber los hier. Wir haben uns selbst befreit. Beste. Boom. Yeah. Ich weiß, dieser Brennscheiß, ist der so toll eigentlich? Weniger, oder? Keine Ahnung. That's the other side of the stranger's portal. At least we know he wasn't trying to trap us in the ink. Naja. Also da wären wir eigentlich rausgekommen. Yeah, jetzt brennen wir mal. Burn. So. Sollten wir nicht eigentlich... Ah, ne. Phosphorgranate. V3, was ist denn das? Also so ganz rallig ist noch nicht, aber wir sind auf dem Weg zur Besserung. Ich werde jetzt gleich mal Dings benutzen. Diese... Brennen die schon jetzt? Ja, die brennen. Also ich drücke quasi die Leertaste und der nächste Schuss hat dann den ganzen Kram intus. Oh, da scheint ein Boss oder so zu sein. Hui! Okay, so. Dennoch. Ich brenne oder bin auch vergiftet oder irgendwas? I'll disable the device and you can go. Be ready. Ready for what? A storm is coming, Van Helsing. You may find that your work is far from done. When is it ever? Fulmigadi's army has withdrawn. Somebody is calling them back. They are still a chaotic mess, but they will regroup. Somebody wants to see you fall. Nothing new about that. An alliance is what you need. This tormented body is no longer able to fight. But my powers allow me to discover secrets. I can be your master spy, and you can let me have retribution. But if we're to be allies, at least tell me your name. A name? Yes. I used to have one. But that person was killed. Mm-hmm. He is the most impolite. I don't know. You might be right. Something's up. Gefangener Nummer 7. Sehr interessant.
So ein bisschen was von Dingens hat es ja. Feuerwehrhelm, was ist das denn? Von Final Fantasy VII, wer es noch kennt. Also jetzt nicht, dass das Spiel was damit zu tun hätte oder irgendwas nur ansatzweise genauso, aber da gab es ja auch den Nanaki, ja, diesen lustigen Hund, der ja auch ein Versuchskaninchen war. Jo, geil. Gelb. Schön. Was haben wir noch gekriegt? Das hier, kräftige Essenz. Was ist das denn? Das kann ich hier dann reinziehen, oder? Sockel oder irgendwas. Joa. It all seems so simple. Defeat the mad scientist and ride into the sunset. But sometimes victory leaves you buried under the ruins. I was lucky. Someone saved me. For a change, I'm not the only mysterious stranger in town. But weeks have passed, and the metropolis of weird science is still waiting for its own savior. Outlaws and escaped monsters roam the streets. The resistance is too weak, so someone else decided to take matters into his own hands. General Harker, the military genius of the city, came back from his exile. He gathered the rest of the disorganized army. His forces are a chaotic mess of weird machines. So far. But they're slowly clearing out the streets. He might not have seen eye to eye with Fulmigati, but he regards me and the Resistance as a threat to the city. A coalition of monsters and troublemakers. As a hunter, I won't tolerate others hunting me. I'm ready to fight. I have an underground lair, new soldiers, and my new mysterious ally. I'm quite used to unlikely companions, but Prisoner 7 is the most unusual so far. A former test subject of the mad scientists, master of the ink. He's certainly helpful, but I don't know what to make of him. Now he can prove his worth. Harker's troops are on the move. They want to control the foundries, so he can build more war machines. We will stop them in the sizzling, clanking heart of Borgova. Let the battle begin. Meister der Tinte, wie sich das anhört. Der hat ordentlich Tinte auf dem Füller. Katharina, shouldn't you help me out with this? What? I had this strange feeling of déjà vu. Van Helsing, General Harker has deployed the Grand Mortars. They're bombarding you with rift shells. Each shell opens an ink gate, so his soldiers have already got through your defenses. And why should we trust you, you enigmatic, faceless man? Your humble ally is here to help you, as he promised. You must clear this whole area before they run you down. How annoying is that? Jo, viel Gelaber. Mein neuer Verbündeter, Gefangener Nummer 7. Das ist so. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Dann haben wir jetzt hier wieder Level Up. Schon wieder, dass wir noch nicht verteilt haben. Dann würde ich sagen 2-1, Risiko. Und. Ja, ich denke, ich gehe weiter auf Angriffsgeschwindigkeit und Lähmung. Warum nicht? Hier gehen wir bei mir ganz klar 3 auf Geschicklichkeit, 2 auf Glück erstmal, bevor wir weitere Sachen wissen. Was haben wir denn jetzt hier? Boni gekriegt. Boni ist ja interessant. Durch Ansehen ist ja geil. 10% Schaden bei maximalem Zorn. Abklingzeiten für Respawn für Lady Katharina. Also wenn sie stirbt, das brauchen wir nett. Die soll nicht sterben. Der erste Angriff hat eine 5%ige kritische Trefferchance gegen jeden Feind. Der erste Treffer.
Nicht schlecht. Wenn ihr sterbt, werdet ihr 4 Sekunden lang körperlos. Okay. Sammeln. Ein Held erhält eine zusätzliche Inventarzeit. Ja, das ist nicht schlecht, oder? Das hört sich doch sehr gut an, eigentlich. Sollen wir das nehmen? Ich denke schon, oder? Oder? Ach nö, 5% Crit ist gut. Oh, haben wir noch eins? Nein, wir haben nur eins, okay. Gut, es geht weiter mit den Fertigkeiten. Die ich, glaube ich, jetzt noch weiterhin nicht skillen werde, einfach um zu gucken. Ah doch, jetzt hier, genau, wir haben die Spinne, ja! Der Taschenmechanoid. So, jetzt müssen wir die wahrscheinlich hier reinsetzen, genau. Plus 5 Sekunden Dauer. Jetzt lasst uns nochmal durchlesen hier. Erzeugt eine kleine mechanische Spinne, die Feinde in kurzer Reichweite eines Lichtbogens angreifen kann. Eure Körperstatistik erhöht die Lebenspunkte der Spinne und eure Geschicklichkeit erhöht den verursachten Schaden. Interessant, also ist Körperstatistik nicht unnötig. Ey, die sieht aber mal geil aus. Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde die richtig cool. Geht die weg? Kann ich noch eine holen? Ah ja, geil. Oh, ich lieb das. Ich lieb das. Das fand ich schon bei Torchlight so geil, als, da konnte man ja auch so Viecher beschwören. Oh, geht mir direkt einer ab hier. Die Spinne hat 5% Chance, Ziele bei jedem Angriff 3 Sekunden lang zu lähmen. Auch cool. Wenn die Spinne stirbt oder verschwindet, gibt es eine Chance 25% auf eine neue. Oh, das ist ja mal auch fett. Boah, ich muss, ey, geil. Hat, was ist hier? Fertigkeiten Level 5. Ah, da kann ich dann diese spezialistischen Dinger hier reindübeln. Explosion, Schaden in Höhe des Angriffsschadens. Boah, Alter, nee. 5 Sekunden Dauer, mache ich. Spinne hat eine 25. Ja, und das sind quasi nur, wenn ich jetzt Ding mache. Oder was? Überdrehen, ah. Was heißt denn das? S. More rage. More rage. Ich check's noch nicht genau. Also, aber wir bleiben dran. Hier wird auf jeden Fall die Spinne ausgerüstet. Also ich finde die jetzt schon geil. Und daher Mindeststufe 5. Hä? Mindeststufe 5. Ja, was wird denn für eine Stufe? Ah, 4. Okay, verstehe. Alles gut, alles klar. So. Das nehme ich. Heilt euch für jeden Zornpunkt. Das werde ich mal mitnehmen. Einfach aus Sicherheitsgründen, oder? Oder ist das verskillt? Ich gucke mir nochmal die anderen kurz durch. Ganz kurz. Einen Moment, das haben wir gleich. Also. Negative Effekte, alles klar. Sämtlicher Schaden, den ihr mit feuerbesiegten Fähigkeiten verursacht, wird erhöht. Plus Feuerschaden, plus Blitzschaden, plus Eisschaden, alles klar. Schadensreduzierung, plus Giftschaden, Elementar- und Giftresistenz des Gegners um 10% verringert. Klingt auch gut, aber bis Level 31 ist noch lang hin, also das darf man ja auch nicht vergessen. Wie es aussieht mit Umskillen und so, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber ja, ich denke mal halt, weil diese Stufen ja extrem sind hier. Deswegen, ich werde, denke ich, diese Aura mitnehmen. Das ist gerade vielleicht für den Anfang sehr gut. Das wird schon in Ordnung sein. Und das wäre vielleicht auch nicht schlecht, gerade weil sie ja als Tank agiert, ja. Also, dass sie 2 für jeden Punkt Rage, den ich spende, wird sie um 2 geheilt. Mal schauen. Ja, das... Eigentlich sieht das aber ganz gut aus, ja. Aber das ist nicht passiv, oder? Doch, passiv ist es. Passt eigentlich. Ja, soll man das so lassen? Dann, das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ich meine, klar, Feuerschaden, passiv, das, also, Feuerschaden, Blitz, Eis, Schadensreduzierung ist auf jeden Fall wichtig, denke ich. Das müssten wir auf jeden Fall machen. Och, weißt du was, genau, ich mache nur Katharina, dass die schön lange überlebt und mich selbst, da scheiße ich jetzt erstmal drauf. Was haben wir hier? Giftresistenz verringert. Das ist halt geil. Und hier haben wir plus Giftschaden. Aber wir machen, glaube ich, an sich über unsere Skills keinen Giftschaden, oder? Doch, hier, toxische Wolke.
Giftschaden pro Sekunde. Klingt fett. Und das? Explosion. Physisch? Haben wir hier überhaupt noch Giftschaden? Frost? Physisch? Flüssiges Feuer? Feuer und Blitzschaden. Ah, das wird hier gekoppelt langsam. Kanistergranate. Physisch? Frost? Kugelsperrfeuer? Physisch? Und Blitz. Okay. Also mit Gift haben wir nichts. Nicht so viel. Turmverbesserung. Boah. Ey, wenn ich das mir hier so ein bisschen durchlese, ja, dann... Das ist ja der Hammer. Okay, also irgendwie so Elementarschaden und so, weiß ich nicht. Also gerade Gift oder so, was ich jetzt so im Kopf hatte von wegen Giftverringerungs... also Giftaura plus Schaden und Resistenz verringern vom Gegner. So nach dem Motto. Also quasi alle Resistenzen der Gegner verringern und dann noch plus Giftschaden. Das hatte ich so ein bisschen im Kopf, aber ich glaube, das wird nichts, weil... Naja. Wobei die Giftwolke hier, vielleicht kann man die richtig gut upgraden. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal so weiter, wie ich war. Und, genau, weil dann haben wir nämlich hier mit Level 12 und Level 6 haben wir hier noch ein paar Sachen, die wir ausprobieren können. Genau, wir lassen es erstmal so, passt schon. Und, dann werden wir mal gucken, wie wir da mit den... Neu erweiterte... okay. Wie wir da so weiterlaufen. Combo einstellen. Boah, das überwältigt mich gerade hier alles so ein bisschen. Mit der Taste Combo einstellen lassen, bestimmte Power-Up-Kombinationen erstellen und speichern, um sie mit der Leertaste aufzurufen. Du kannst für jede deiner Fähigkeiten eine eigene Kombination erstellen. Wenn du auf die Leertaste drückst, rufst du die Kombos für die beiden Fertigkeiten auf, die du derzeit zur Verfügung hast. Ach so. Ach so, ich weiß nichts. Ach so. Ja. Okay. Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Also, definitiv ist es so, dass hier eine Zahl hoch tickt und je nachdem, wie viel Rage ich einsetze, wird die Phosphorgranate noch kräftiger. Moment, muss ich hier mit jemandem reden? Nee. Okay, dann werde ich einfach mal hier jetzt loslaufen und mal gucken, was abgeht. Ja, und die Spinne natürlich holen. So. Mal hier ein bisschen flemmen. Huch. So. Machen wir hier noch eine Spinne. Zack. Immer schön die Spinne auf Max halten. So machen wir das nämlich. So, dann sind wir hier. Kann man hier was machen? Nö. Okay. Mana-Trank. Ja, die Spinnen gefallen mir jetzt schon gut. Ja, ja. So. Und jetzt müsste ich ja eigentlich mit A... Ah, mit A kann ich hier hochdrücken. Und jetzt hält das Ding länger. Jetzt check ich das, glaube ich. Langsam. Halber krepiert, ey. Voll nicht gecheckt. Boah, schon wieder, ey. Was ist das jetzt hier los? Ich kann meinen Heiltrank vor allem noch nicht benutzen. Shit. Ja, ja. Immer schön locker durch die Hose atmen. Nochmal einen Heiltrank. Und jetzt müsste ich ja eigentlich mit S die Phosphorgranate machen können. Boah, das hat ja nicht so viel gebracht hier. Ja. Ich achte gerade ein bisschen da unten auf die Anzeigen, deswegen wahrscheinlich sieht das jetzt gerade ein bisschen dumm aus, dass ich hier spiele, aber ja, ich muss hier erstmal rausfinden, was hier alles gibt. So, was ist hier los? Hier müssen wir wieder irgendwen retten, die Spionageeinheiten umnieten. Oh, hier sind ja Meister.
Ah ja, die gehen mir aber gut auf den Sack. Kann ich hier die zur Hilfe holen? Ah jo. Ansehen. Boah, die gehen mir ja richtig auf die Nüsse. Okay. Meine Kollegen haben mir geholfen. Das ist aber schön. So. Oje, oje, oje. Boom. Okay, das war nicht schlecht, glaube ich. Wow, wow, wow. Shit. Boom. Boom. Hit and run, hit and run. Easy. Gegner machen alles platt hier, ey. Boah. Ah, die ist gestorben. Verstehe. So, wir ziehen uns langsam zurück aus dem Horror da. Okay, aber jetzt, ja, jetzt kommen die Knalltypen hier und machen alles weg.